Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser Esker Sturm hat, wenn auch mit Mühe, muss man ehrlich sagen, die Hürde Wacker Innsbruck im Cup-Viertelfinale, im Cup-Achtelfinale natürlich gemeistert und zieht damit ins Viertelfinale des ÖFB Cups dann auch ein. Boah, Corona. Ja, man muss ehrlich sagen, die Leistung war jetzt nicht berauschend. Innsbruck hat sich auch gut verkauft, also gerade als Zweitligist im fremden Stadion war das eine ordentliche Leistung der Tiroler definitiv. Am Schluss war Sturm einfach kaltschnäuziger, hat das ein entscheidende Tor gemacht und ja, steht somit verdient oder unverdient auf jeden Fall mal fix im Viertelfinale. Das Spiel selber jetzt nicht der große Burner, mit dem Salzburg-Spiel klarerweise überhaupt nicht zu vergleichen, habe ich so aber auch nicht erwartet. Es war eine, wenn man so will, lästige Pflichtspielaufgabe, die man am Ende dann doch hinbekommen hat. Die erste Möglichkeit gab es auch von den Innsbruckern durch, ich glaube, Shaun Lewis, der beim 16er zum Abschluss kommt und dann knapp am Tor von Siebenhandel vorbeizieht. Von Sturm kam auch offensiv sowieso nicht viel in der ersten Halbzeit, auch bedingt dadurch, dass die Tiroler es ganz gut gemacht haben mit ihrem Pressing. Die sind auch früh bei uns draufgegangen, so ähnlich wie wir es gegen Salzburg gemacht haben und haben uns auch nicht wirklich, das ist unserem Spielaufbau, sagen wir so, nicht wirklich zugute gekommen. Auch das ganz große Tempo gab es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht, bei uns noch weniger als bei den Tirolern. Und ja, von Sturm gab es eben die Torchancen dann nur nach Standards, also beispielsweise nach einem Freistoß von Kuhn war es, glaube ich, Friesenbichler, der wenig später nach dem Abschluss der Innsbrucker zum Kopfball kam, der war dann knapp drüber. Ansonsten hier und da die ein oder andere Halbchance, nichts wahnsinnig Erwähnenswertes, vielleicht auch der Kopfball von Barley zum Ende der ersten Halbzeit, ja, nach einer Ecke war das, glaube ich, und der Kopfball war schon ein bisschen gefährlich, aber auch über den Kasten der Innsbrucker drüber, erwartungsgemäß fast das 0:0 dann auch zur Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, zunächst wurde ja bei Sturm noch gewechselt, ja, Wüthrich musste raus, für ihn kam dann Dante, es wurde sowieso dann ein bisschen rotiert im Laufe auch der zweiten Halbzeit, sollte dann auch eine Rolle auch spielen. Auf jeden Fall hat Sturm zu Beginn der zweiten Halbzeit das Ganze ein bisschen besser noch gemacht, finde ich. Die ersten 5 Minuten waren okay, man hat versucht, das Tempo anzuziehen und drauf zu gehen etc. Aber man konnte es nicht wirklich konservieren. Der erste gefährliche Abschluss dann wieder von den Innsbruckern durch Jamnik, der kam auf halbrechts relativ frei zum Schuss. Der Schuss knapp da vorbei und das war auch die Phase, also es leitete die Phase ein, wo wirklich Innsbruck am 1:0 näher dran war als Sturm, so ehrlich muss man da auch sein. Also die hatten schon die ein oder andere ganz gute Möglichkeit, die gefährlichste wahrscheinlich so nach einer knappen Stunde herum. Der erste Schuss vom 16er wird abgeblockt, ich glaube vom Gazi Begovic, und der Nachschuss dann von João Luiz, der ist eigentlich allein vom leeren Tor fast, weil auch Siebenhandel schon am Boden liegt, der geht dann übers leere Tor drüber, also da hat es dann, ja, hätte es dann fast schon geklingelt im schwarz-weißen Kasten. Und man muss sagen, da wäre der Innsbrucker Zweitligist eigentlich auch verdient, muss man sagen, in Führung gegangen. Aber es kam dann glücklicherweise ja doch dann anders. Zunächst gab es einen Dreierwechsel bei den Blackies. Unter anderem kam da Philipp Husbeck neu in die Partie und der war in der 68. Minute auch maßgeblich am Führungstor für Sturm beteiligt. Einwurf über die rechte Seite, der Ball kommt zu Kevin Friesenbichler, der weiter auf Philipp Husbeck und der mit dem Fersal weiter auf Andreas Kuhn und der zieht ab vom 16er, zack. 1:0 für den SK Sturm. Natürlich eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Der Tiroler trifft gegen seinen Ex-Club ja zum Führungstor oder auch zum Siegestor. Denn auch nach diesem 1:0 wirklich schön gespielt, da hat man eben auch gemerkt, Sturm macht es einmal schnell, einmal mit Tempo und dann waren halt die Innsbrucker auch überfordert, das Ganze zu verteidigen. Das war eben diese individuelle Klasse, die wirklich selten in dieser Partie hervorgestochen hat bei den Schwarz-Weißen. Und ja, Kuhn war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon gefühlt Man of the Match, denn es gab witzigerweise auch von den Innsbruckern nach dem Führungstreffer von Sturm relativ wenig. Die wollten zwar, aber irgendwie ging da nichts mehr. Also auch von Sturm kam, wenn dann nur das Nötigste. Es gab dann, glaube ich, noch ja, einen Freistoß von Janscher in der Schlussphase und einen Kopfball, aber das war jetzt auch nichts wahnsinnig Gefährliches mehr. Am Ende brachte Sturm das Ganze mit Mühe und Not, wenn man so will, über die Ziellinie. Aber ja, es war eben der erwartete Schwierigkeit.
schwere oder unangenehme Gegner, auch wenn es sich dabei um einen Zweitligisten handelt und man eben ein paar Tage zuvor noch den Meister weggeschossen hat, wenn man so möchte. Aber ja, typisches Cup-Spiel. Beide Seiten haben sich nichts geschenkt und Sturm am Ende aufgrund ihrer individuellen Klasse, würde ich da mal behaupten, ja, den Tick kaltschnäuziger, wenn auch Glück dabei war, muss man ehrlich sagen. Also auf jeden Fall eine Gratulation geht trotzdem an die Innsbrucker. Die haben sich ganz gut verkauft, wie ich finde, ja, mit dem ehemaligen 1860 München-Trainer Daniel Bierhoffka. Also die haben sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Und ja, bei den Blackies Pflicht erfüllt, Mund abwischen und ja, weiter geht's. Der nächste Gegner, auch an der Stelle, heißt ja auch wieder, ist wieder einer aus Tirol. Dieses Mal ist es Wattens in der Liga. Also, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie? War es ein verdienter Sieg oder hatten unsere Jungs da wirklich Glück? Bin gespannt wie immer auf eure Meinungen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.